Hallihallöchen, Leute, und heute wieder willkommen zu Let's Play Shaman King Master of Spirits. Ja, das letzte Mal sind wir, glaube ich, ganz schön in diesem Level hier gefailt, so wie ich das in Erinnerung habe. Ich werde es einfach nochmal versuchen. Ich habe in einer kleinen Testaufnahme vorher auch nochmal ein bisschen durch das Level gespielt und Mann, ist das schwierig. Ich weiß ja nicht, aber das Level hier ist irgendwie verdammt schwer. Ich bin wirklich gespannt, wie viele Anläufe ich brauche, um hier durchzukommen. Aber hey, ich habe einen großen Tau-Sessel. Immer noch eine der coolsten Fähigkeiten. Eindeutig. Und Dickdarm ist natürlich auch toll. Ne, Togakiru? Nee, die Fledermaus, die möchte ihn hier an mir kleben haben. Ich versuche hier einfach ganz, ganz vorsichtig durchzugehen. Weil das wäre vielleicht das Beste. Wow! Vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger. Wow. Genau wegen sowas. Mich regen ja auch wirklich die Skelette auf. Die werfen ihre Bomben und machen voll viel Schaden. Ich glaube, Mick bringt uns hier nicht wirklich viel. Deswegen würde ich sagen, wir wechseln Mick mal mit Bason aus. Bason ist nämlich toll. Ja. Ups. So. Ich versuche einfach nur unbeschadet durchzukommen, weil viel Schaden kann ich wirklich nicht verkraften. Wow, okay. Bason macht eindeutig viel Schaden. Okay, das muss ich öfters benutzen. Die. Okay, ich glaube, ich bleibe jetzt doch bei Bason. Auch wenn ich mich frage, warum Bason auf einmal voll stark ist und der das vorher nicht war. Huh. Wow. Okay, aber die Skelette sind eindeutig noch gefährlich. Es kann übrigens sein, dass ich jetzt ein bisschen wenig kommentiere, weil wegen... Oh, wow. Weil wegen irgendwie voll viele Testaufnahmen gemacht und ich bin ein bisschen genervt. Aber ich hoffe, das wirkt sich jetzt nicht so groß auf meinen Kommentierstil aus. Oder so. Ja, die machen schon wieder viel zu viel Schaden. Hotdog. So. Wobei, wir haben wirklich kaum noch Geld. Das ist ja doof. Ich möchte Geld haben. Geld ist wirklich toll. Finde ich. Naja, warte. Ich mach den so tot. Wie ein Pro. Das ist an sich ein totaler Pussy-Mode, den ich da mache, aber... Ich mach das so. Nein, kein Dickdarm. Die Pylon, bitte. Die Kinder regen mich ja auch auf, weil die einfach so unglaublich viel aushalten. Aber ich merke gerade, jetzt wo ich Bason benutze, brauche ich Tau den Großen nicht mehr unbedingt. Ich würde sagen, ich bleibe bei Bason und wechsle dafür den Geist auf der linken Hand mit irgendwas anderem aus, wie... Puh, was könnte ich denn da mal draufhauen? Irgendwas Nützliches. Ashcroft. Ich glaube, ich hau mal Ashcroft hier drauf, für den Fall, dass ich Ashcroft brauche. Falls mir Ashcroft nicht viel bringt, hau ich dann später einfach mal Musuke drauf. Aber ich probier's erstmal. Bam! Aua. Okay, Schaden macht's trotzdem. Wobei... Vielleicht könnte ich Tau den Großen vielleicht ja doch zum Plattstampfen gebrauchen. Wow. Ich gehe einfach mal durch. Ups. Oh Gott, die Bomben. Das ist so schlimm. Die werfen mich die ganze Zeit mit Bomben und dann muss ich auch noch ausweichen. Die. Bitte. Okay, Ashcroft ist eindeutig immer noch toll. So, geht doch. Ja, aber der Ultra Carry Recharge, der macht uns selbst ein bisschen viel Damage. Ja, ist ein bisschen riskant. Ich glaube, ich bleib doch erstmal bei dem großen Tau-Sessel. Wenn er nur treffen würde. Ja, ich kann mich gerade nicht so ganz entscheiden, was ich eigentlich benutzen will. Gut, und Ashcroft muss ich sowieso mal kurz gegen Mick auswechseln, weil da drüben eine Schatzkiste war und die möchte ich bitte haben, nachdem sich mein Furioko aufgefüllt hat. Hops. So, und hops. Und, ja, natürlich schaffe ich es nicht. Das Spiel wird aber verdammt anspruchsvoll. Das macht schon langsam gar keinen Spaß mehr. Naja, nur fast. Macht schon noch Spaß, aber... ich glaube... Was mache ich denn mal? Da liegt noch ein Hamburger. Ich glaube, ich esse einfach einen Hotdog. Da kann ich den mitnehmen und... Ja, wie mache ich das denn mal?
Ich glaube, ich nehme einfach eine Nudelsuppe und nehme die mit. Ich habe jetzt keine Lust auszurechnen, für wie viel ich die verkaufen kann und wie viel Gewinn ich dafür machen würde und was weiß ich. Gut, ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ich versuche es wirklich mal mit Bason. Ich muss das jetzt mal mit Bason probieren und nicht mit dem großen Tau-Sessel. Oder ich benutze beide. Ja, das wäre vielleicht ganz gut. Dann benutze ich jetzt einfach beide. Das ist ein bisschen doofer, Erinner. Wow. Bason! Miep! Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, aua. Okay, der macht eindeutig viel zu viel Schaden. Aber hey, wir haben eine Footballer-Seele. Okay, Power Down. Okay, der hat uns einfach mal irgendwie verflucht. Aber ich guck mal. Body Slam to damage the enemy. Ach so, ja, ich erinnere mich. Was den Geist angeht, den wollen wir aus einem Grund nicht. Der nämlich wäre, wenn wir in die Gegner reinchargen, nehmen wir auch selbst dabei Schaden. Und nein, das... Nee. Ich brauche gerade keinen Schaden, Entschuldigung. Dann lasse ich den Footballer mal. Ich könnte vielleicht am Ende mal noch so einen Part machen, wo ich einfach alle Geister demonstriere. Dann muss ich das jetzt nicht im Let's Play machen, weil ich möchte einfach durch das Level durch. Das Level ist voll nervig. Wir sitzen jetzt schon mehr als 6 Minuten an einem Level. Wow. Aber ich kann ja nur hoffen, dass wir bald durch sind. Wow. Toll. Jetzt kann ich gar nichts machen. Jetzt aber wieder. So. Ah, ich will hier raus. Aus dem Level. Geh weg. Miep. Was soll denn das? Sessel. Okay, der Sessel ist eindeutig nützlich. Kabams. So. Ist er tot? Oh, der ist tot. Okay. Das ist schön, aber hier oben ist natürlich nichts. Doof. Okay, ich muss das mit Bason noch üben. Bäm, bäm und Bombe. Die Bomben machen auch viel zu viel Schaden. Für dich. Und ihr seid nervig, weil ihr einfach nur verdammt viel aushaltet. So. Ach komm schon. Ah. Naja, ich nehm's mal noch einen Hotdog. Kann nicht schaden. So, geht doch. Aber warum halten die so viel aus? Das ist doch übertrieben. Und das ist einfach nur noch langweilig, ja. So. Ich hatte jetzt ein bisschen Glück, dass er mit dem Schlag schon tot war. Aber oh, komm, noch was? Spiel! Spiel, was machst du? Warum ist das Level so lang? Das macht man nicht. Man macht solche langen Levels nicht. Nein. Was ist das? Nein. Ach ja, lauf weg. Ich verliere schon wieder haufenweise Leben. Das ist nicht so schön. Ja, nimm du einfach keinen Schaden. Eiskalt mit Bason ausgewichen. Na komm, beweg dich. So, ich möchte nämlich nicht zu viel Furioko verbrauchen. Ja, okay, doch. So. Bitte lass das Level bald enden. Bitte. Das wäre toll. Das wäre wirklich toll. Das Level ist mir schon viel zu lang. Und ich labe die ganze Zeit darüber, wie lang das Level ist. Das muss auch nervig sein. Aber das sieht nach Ausgang aus. Bitte? Ja. Okay. Danke. Oh Gott. Zum Glück muss ich da nicht zurücklaufen. Ich finde es immer noch schön, dass ich den großen Tau-Drachen habe. Aber nee. Speichern. Und Shop. Und die Nudelsuppe verkaufe ich, weil ich Nudelsuppen eh nie benutze. So. Ich kaufe mal noch einen Hotdog und ein Gegengift. So. Das muss reichen. bei meinem knappen Geld. Wah! Okay, was bist denn du für ein Ding? Okay, die halten immerhin nicht viel aus. Das ist schon mal schön. Fledermäuse. Ich hasse euch. Also Fledermäuse sind an sich ja voll cool, aber... Ach komm. Die machen halt einfach nur viel Schaden. Das ist doof. Kann ich eigentlich irgendwo Geld farmen? Das wäre voll toll. Oh, die Kanonen, die sind so doof platziert. Aber nee, da oben komme ich nicht lang. Wollte nur mal kurz gucken. Das sah so aus, als wäre da oben vielleicht ein Secret. Na komm. Au. Jetzt brauche ich schon wieder einen Hotdog. Und vor allem, wie viel Schaden die machen.
Wow. Los, schieß. Ups. So. Och, nö. Kabam. Tot. Hätten ja was droppen können, aber nein. Das wäre nett gewesen. Und yay, Gegengift. Wir könnten theoretisch, also ich könnte theoretisch irgendwo auf Camera mal Gegengifte farmen und dann verkaufen. Das wäre doch eine Idee. So würde ich wieder an Geld kommen. Das wäre vielleicht ein bisschen lame, aber... Ne? Was soll's? Wir bekommen Geld. Muss ich mir mal überlegen. Da bräuchte ich aber auch ein gutes Gebiet für. Und ich dürfte nicht zu viel Leben verlieren. Ja, Leben verlieren ist nämlich immer schlecht. Ich finde es ja nett, ich habe gerade ein komplettes Tau-Set. Mein Tau der Große und den Ultra Cavalry Charge von Bason. Der ja schon total awesome ist, weil der so viel Schaden macht. Aber... Okay. Wollte nur gerade sicher gehen, dass ich noch ein Item aufnehmen kann. Dann hätte ich hier Jafir, Black Raven und... Ja, die sind eigentlich nur dazu da, mein Furioku ein bisschen schneller auffüllen zu lassen. Dann nehme ich doch mal lieber Mosuke. Da mache ich nämlich mehr Schaden und es ist 3 Stufen. Scheint mir irgendwie nützlicher. Und yay, da komme ich natürlich nicht lang. Tedious und so, ne? Ich möchte aber jetzt die Seele haben. Ich brauche mal ganz kurz Magnescope. Ja, da komme ich noch. Okay. Mach tot. Aber ich glaube... Yeah. Okay, was ich sagen wollte, ich glaube, dieses Level wäre sogar ganz, ganz akzeptabel, wenn wir Gegengifte farmen wollen. So nämlich. Ups. Weil die Hunde, die droppen ja immer was und von denen bekomme ich selten Schaden. Ich glaube, das muss ich mal machen, weil ich brauche das Geld. So, wen hatte ich? Ach ja, den großen Sessel. Es ist jetzt der große Sessel bei mir. So heißt er. Yeah. So, und Gegengifte benutzen, da spricht natürlich auch nichts dagegen. Okay, wenn ich nur wüsste, wie ich jetzt hier rauskomme. Aua. Hamburger. Na Gott. 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 Sag nicht, ich komme hier raus. Ach genau. Lipailong. Na, ah, doof. Ich stelle mich aber auch gerade doof an. Die Level werden wirklich total anstrengend. Habe ich zwar schon oft genug gesagt, aber ne, sind wirklich anstrengend. Das ist nicht mehr so einfach durchlaufen und Gegner schlachten. Das ist so taktisch spielen und yeah. Taktisch spielen passt nicht zu so einem Spiel wie Shaman King. Weiß nicht. Vielleicht im Boss kämpfen, aber doch nicht in den Stages. Da will ich durchgehen und Gegner metzeln. Meine Meinung. Sessel! Hat grad Lust drauf. Ach Mann! So ein Mist. So ein... Ich hab grad eine Idee. Ich muss mal... Tot. Bitte. Bevor ich jetzt durch das Level gehe, möchte ich mal was gucken. Jeps. Aua. Ich weiß nicht, hier sind ja noch nirgendwo diese Gifthunde. Das ist wirklich doof. Sonst würde ich wirklich hier Gegengifte farmen, aber dann muss ich das wohl doch woanders machen. Wo es ein bisschen einfacher ist. Ach Gott. Aber ich verliere ja auch so viel Leben. Das liegt teilweise zwar an meiner eigenen Dummheit, aber... Es ist so schwer. Shaman King Master of Spirit 2 ist nicht so schwer. Das bin ich gar nicht gewohnt. Komm. Och, nein, oder? Das muss jetzt nicht richtig getimed sein. Bitte nicht. Also von wegen, ich muss darauf warten, bis die Plattformen ein richtiges Timing haben. Aber anscheinend ist das immer mal zufällig. Gut, diesmal möchte ich bitte nicht runterfallen. Das wäre aber vielleicht ganz gut. So. Hoch da. Ihr seid doof. Ja. Ganz, ganz dolle doof seid ihr. Und... Okay. Hier habe ich es schon mal drauf geschafft. Was ist hier hinten überhaupt? Was suche ich gerade? Och nein. Ich will da jetzt noch hoch und dann beende ich den Part. Ja. Ich stelle mich so dumm an. Ich
glaube, das liegt daran, dass ich an dem Spiel schon ein bisschen verzweifle. Ja, ein ganz klein bisschen. Weil schwer und so und lang und tedious und doof und... Ach, Spiel, warum bist du so cool? Aber so schwer. Naja, was will man machen? Hab immerhin schon mit diesem Part 25 Parts aufgenommen und dann beende ich das bestimmt nicht. Nur weil es zu schwer ist und... Was ist das für ein kleiner kryptischer Gang da? Nee. Okay. Nächster Versuch. Okay, das war halt auch nicht so richtig. Da. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht in den Hund. Nicht in den Hund, bitte. Ich lasse das mal auffüllen. Na komm. Furuyoku, schneller. Und da halt vielleicht zwei mit einmal. Und Gegengift, versteht sich. Okay, da kommt es zum Glück nicht durch. Wäre sonst auch ein bisschen doof gewesen. Ah! Fledermäuse. Ist hier oben überhaupt was Nützliches? Bitte. Sonst schlage ich mich. Ganz, ganz doll. Dann bin ich tot und dann bist du dran schuld, Spiel. Genau. Oder? Dummheit. Mal wieder. Gut, wie komme ich denn darüber? Und was ist hier überhaupt? Und warum ist das Level so groß? Und ich wollte den Part doch vor ein paar Minuten beenden. Ja, beenden. Ich töte noch den Hund. So. Und die Fledermaus. Und ich esse einen Hamburger. Und... Gut. Ich gehe lieber mal an den Pausebildschirm. Da bin ich sicher. Naja, das war's für diesen etwas doofen Part von Shaman King Master of Spirits. Und so. Das Spiel macht mich fertig. Naja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben. Wenn nicht, sagt mir, was ich besser machen kann. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.